Hallo und wieder mal ganz herzlich willkommen bei den Nachrichten von meinem Naturgartenbalkon. Ich möchte euch heute eine weitere sinnfreie Komponente vorstellen von den klassischen Insekten, Nicht-Nisthilfen. Und zwar hier dieses Florfliegen-Überwinterungsfach. Es ist erstaunlich einheitlich gebaut immer, es ist immer rot angestrichen und hat immer diese Querlamellen. Und es soll dazu dienen, Florfliegen anzulocken, die dort überwintern. Gärtner stehen generell auf Florfliegen. Eine Florfliegenlarve verspeist im Zuge ihrer Entwicklung so zwischen 200 bis 500 Blattläusen. Das heißt, wenn ich 20 Larven habe, dann vertilgen die maximal 10.000 Blattläuse. Und das ist natürlich schon mal eine ganz erstaunliche Summe. Und dieses Massaker hat ihnen die Liebe der Gartenbesitzer nahegebracht. Und jeder Gartenbesitzer legt natürlich großen Wert darauf, Florfliegen in seinem Garten zu haben und ist jetzt der irrigen Ansicht, wenn er solche Insektenhotels kauft, wäre das der Fall. Das ist aber ein absoluter Trugschluss. Interessant ist, dass es hier ausnahmsweise mal, was ja sonst nicht der Fall ist, ein funktionierendes Vorbild aus der Praxis gibt. Und zwar sind es diese Kästen. Man sieht schon mal, das schaut doch etwas anders aus. Wenn ich mir erst das anschaue und dann das, aber darauf gehe ich jetzt noch im Detail ein. Ich möchte zunächst mal diesen Kasten besprechen, weil erst wenn man kapiert, warum der funktioniert und in welchem Rahmen der funktioniert, kann man eigentlich nachvollziehen, wie völlig unsinnig diese Puppenspielzeuge da in unseren Insektennisthilfen sind. Diese Kästen wurden entwickelt von dem Biologieprofessor Zetin Sengonka in den 80er Jahren. Er hat sich intensiv mit der biologischen Schädlingsbekämpfung auseinandergesetzt und in diesem Zuge auch mit der Überwinterung von Florfliegen. Und er hat diese Florfliegenkästen konzipiert. Die hatten eine Kantenlänge von 30 auf 30 cm, hatten vorne und unten diese Lamellen mit wirklich großen Spalten, wo die Florfliegen ungehindert Zugang bzw. Zuflug zum Inneren hatte, und im Inneren waren diese Kästen mit Weizenstroh gefüllt. Er hat festgestellt unter anderem, dass Rot und Braun eindeutig Wirkung hat auf Florfliegen, also solche Kästen wurden deutlich stärker besiedelt als andere Farben. Also diese rote Farbe leitet sich tatsächlich von einer wahren Begebenheit her. Orientiert sind die Dinger immer Nordost, das heißt entgegen der vorherrschenden Windrichtung. Im Gegensatz zu anderen Insekten, also zum Beispiel zu Fliegen, zu Hautflüglern, zu Libellen, sind Florfliegen eher sehr dilettantische Flieger. Das ist so ein unbeholfenes Flattern und die werden sehr leicht vom Wind verdriftet. Das heißt, die mögen es gerne windstill, dann kommen sie da lieber hin. Der Biologe Florian Weyrauch hat dann mit diesen von dem Professor entwickelten Kästen 2002 bis 2005 eine Studie gemacht, und zwar als Überwinterungshilfe in einem Hopfenanbaugebiet, und zwar in der Hallertau. Das ist in Bayern und das ist mit 2000 Quadratkilometern das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, das zusammenhängendste, und produziert ca. 30% der Weltproduktion an Hopfen, also doch eine ganze Menge. Und solche gigantischen Monokulturen sind natürlich immer anfällig für Schädlinge. Also ein Schädling ist ja prima ein Insekt wie jedes andere, das völlig harmlos im natürlichen Artengefüge eingebettet ist. Aber wenn ich die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffe als Mensch, dass eine Massenvermehrung möglich ist, dann wird dieses Insekt plötzlich zum Schädling. Das liegt aber nicht an dem Insekt, sondern das liegt primär am Menschen. Man hat jetzt mal geschaut, was tritt da an Schädlingen auf? Und das sind vor allem zwei. Das ist die Hopfenblattlaus und das ist die gemeine Spinnmilbe. Die richten also den größten Schaden an. Ich kann jetzt natürlich mit Insektiziden reinklotzen oder ich kann schauen, ich verlasse mich auf die natürlichen Gegenspieler. Und man hat dann Analysen gemacht und hat festgestellt, dass das immer satte 85 Arten waren. Also 85 Arten waren Gegenspieler von diesen Blattläusen, was ja doch eine ganze Menge ist. Darunter 10 Arten von Taghaften, die bezeichnet man auch als braune Florfliegen, und 15 Arten von Florfliegen eben. Und beide diese Gruppen, sowohl die Taghafte wie die Florfliegen, gehören zu den Netzflüglern.
dadurch, dass da so ein üppiges Nahrungsangebot besteht, weil diese Läuse sich natürlich hervorragend entwickeln, da gibt es ja nichts anderes wie Hopfen Quadratkilometer weit, können sich auch sehr schnell große Bestände von diesen Gegenspielern aufbauen, also zum Beispiel von den Florfliegen. Bei der Ernte ist es dann so, dass schlagartig diese bis zu 7 Meter hohen Pflanzen werden gekappt und weiterverarbeitet. Also ich hatte erst einen grünen Dschungel und jetzt habe ich plötzlich absolute Wüste, völlig strukturlos. Und es ist naheliegend, dass in so einem Areal passende Überwinterungsquartiere natürlich dünn gesät sind. Und entsprechend hoch ist auch die Sterblichkeitsrate der überwindenden Florfliegeln, also die kann bis 80% hochgehen. Entsprechend gut wurden in diesen Bedingungen und diesen Rahmenbedingungen diese Kästen von Dr. Weihrauch angenommen. Er hatte pro Kasten hatte er zwischen 238 und 336 Florfliegen und die Sterblichkeitsrate war nur 0,9% im Februar. Aber wenn man sich jetzt nochmal anschaut, was waren die Gründe für den Erfolg dieser Kästen? Das war zum einen dieses üppige Nahrungsangebot, bedingt durch die reine Monokultur. Und es war zum anderen diese extreme Strukturarmut, wo es eben so gut wie keine natürlichen Überwinterungsquartiere gibt. In unserem Garten schaut es jetzt aber total anders. Und das macht diese Teile schon wieder mal entsprechend fragwürdig. Zum einen habe ich in der Regel nicht dieses üppige Nahrungsangebot. Das liegt schlicht und ergreifend daran, wenn jeder, der die erste Blattlaus sieht, sofort mit Insektizid drauf losgeht, dann bauen sich da natürlich keine natürlichen Gleichgewichte auf und erst recht stellen sich nicht die natürlichen Gegenspieler ein. Also um Florfliegen, um Marienkäfer in meinem Garten zu haben, brauche ich erstmal Blattläuse und ich brauche sie in epischer Breite. Weil eine Florfliege oder ein Marienkäfer, der legt seine Eier nur dann ab, wenn das Überleben des Nachwuchs wirklich gesichert ist. Und dazu braucht er nicht 3 Blattläuse, sondern er braucht Tausende. Und das muss ich als Gartenbesitzer einfach aushalten, weil diese Gegenspieler mit ein paar Wochen Verspätung kommen. Also ich mache einfach erstmal nichts, dann habe ich diese Gegenspieler da. Und dann habe ich die auch da, ohne diese blödsinnigen Kästchen. Der zweite Punkt ist, ich habe gerade im Siedlungsraum habe ich optimale Überwinterungsquartiere für Florfliegen und vermutlich hat sie schon jeder da auch gesehen. Das sind zum Beispiel überdachte Holzstapel, das sind Scheunen, das sind Schuppen, das sind Speicher, das sind Dachböden, das sind generell ungeheizte Räume, es sind Garagen. Und ich denke, jeder von uns ist da schon Florfliegen über den Weg gelaufen. Und wenn diese Florfliegen im Frühjahr die Option haben oder die Möglichkeit wieder rauszukommen oder wenn ich sie vielleicht sogar aktiv rausschmeiße dann im Frühjahr, dann ist das optimal zur Überwinterung und dann haben die da keinerlei Probleme. Also Florfliegen brauchen genauso wie auch die Marienkäfer primär keine Überwinterungsquartiere. Das finden sie zur Not auch selber, sondern es ist eigentlich immer primär die Nahrung, was das Entscheidende ist. Und diese Kästen wurden jetzt hier auf ein reines Puppenspielzeug reduziert. Also es hat sich in Versuchen gezeigt von Isa, der Professor Sengonka, dass die Besiedlungsrate abhängig ist von der Größe dieser Kästen. Je kleiner die Kästen waren, desto geringer die Besiedlungsrate. Und hier war ja auch das mit den Lamellen war völlig anders gestaltet. Also der Zugang ist ja wesentlich besser als hier. Also praktischen Nutzen haben diese Kästen so gut wie null. Netterweise, ich habe dann mit diesem Dr. Florian Weihrauch Kontakt aufgenommen, der hat inzwischen etliches an Studien gemacht über die Überwinterung von Florfliegen, ist also wirklich kompetent bei dem Thema und ich habe ihn gebeten, da mal Stellung zu nehmen, welchen praktischen Nutzen diese Teile haben. Und der schreibt dann sehr erfrischend, die Nützlingsquartiere, die Sie mir da im Bild geschickt haben, sind meines Erachtens eher als Spielzeuge für Hobby-Naturschützer einzustufen. Kann schon sein, dass sich eine Florfliege versehentlich da rein verirrt. Aber diese Spielzeuge sind tatsächlich eher dem finanziellen Ausnutzen gutmütiger Naturschützer, denn einem tatsächlichen sinnvollen Naturschutz zuzuordnen. Also, Wert für die Überwinterung von Florfliegen 0,0. Dann gibt es die Anbieter, die sagen, das ist nicht nur für die Überwinterung gut, sondern auch noch für das Versteck von Florfliegen. Und da verlassen wir den Boden der Realität und der Logik dann komplett.
Also Florfliegen leiden nicht unter paranoid gefolgten, gefärbten Verfolgungsideen und müssen sich nicht zwanghaft verstecken. Florfliegen brauchen keine Verstecke, sondern sie brauchen einen Lebensraum, der ihnen alle Bedürfnisse stillt, die sie haben. Das ist Nahrung, das ist ein Geschlechtspartner und das ist dann die Eiablage. Und in so einem Gebiet bleiben sie dann auch rund um die Uhr. Ich habe auch hier geboten, den Dr. Weihrauch nochmal Stellung zu nehmen und er macht das auch sehr schön. Natürlich sind Florfliegen Verstecke für Imagines, also für die geschlechtsreifen Insekten, außerhalb der winterlichen Diapause in irgendwelchen Kästchen barer Unsinn. Wie Sie richtig sagen, sind Florfliegen fast ausschließlich dort zu finden, wo sie a. etwas zu fressen finden, b. ihren Fortpflanzungspartner finden und c. die Weibchen dann ihre Eier in der Nähe von potenzieller Beute, Blattläusen und Milben ablegen können. Alle drei Punkte sind in Florfliegenkästen definitiv nicht gegeben. Zwar fressen die meisten Florfliegen Imagines selbst keine Blattläuse, sondern Pollen und Nektar, aber dennoch sind die Tiere artspezifisch an bestimmten Pflanzen wie diversen Baumarten zu finden und die häufige gemeine Florfliege findet man fast ausschließlich an oder in der Nähe landwirtschaftlicher Kulturpflanzen mit der entsprechend hohen Beutedichte. Fazit: auch als Versteck natürlich völlig blödsinnig. Also jeder Gartenbesitzer, der sowas aufhängt und der glaubt, er kann damit Florfliegen anlocken, wird sich eines Besseren belehren lassen müssen. Diese Teile haben keinerlei praktischen Nutzen. Es ist ein Marketing-Gag. Es sieht optisch ganz nett aus, aber es ist, wie gesagt, keinerlei praktischer Nutzen. Also wenn sich hier allen Ernstes mal eine Florfliege verirren sollte, dann sollte man die ganz schleunigst in kompetente psychotherapeutische Behandlung bringen, weil die hat dann einen massiven Dachschaden. Ich möchte dann abschließend noch kurz hier auf diese prachtvolle Nisthilfe eingehen, weil die ein paar Extras hat, die wirklich sehenswert sind. Also was schon mal auffällt, ist dieses aparte romantische Grün. Das ist so das klassische Kesseldruck imprägnierte Holz und dieses Wasserleichengrün wird vielleicht Pathologen in Ekstase versetzen, aber ansonsten ist das ausgesprochen scheußlich. Hat jetzt natürlich nichts zu tun mit der praktischen Nutzbarkeit. Dann schauen wir uns hier diese Bohrungen an. Ich hänge gleich noch ein paar Makroaufnahmen hin. Es ist wieder klassisches Weichholz, extrem faserig. Die Bohrungen sind unter aller Sau, voller Schiefern und Fasern, können also nicht besiedelt werden. Wenn ich hier mit einem Holzstöckchen reinfahre, dann kann ich hier die Tiefe sondieren. Wenn ich das mit den kleinen Bohrungen mache, dann stelle ich fest, da komme ich nicht rein. Die haben alle eine Bohrtiefe von 3 mm. Das heißt, diese kleinen Löcher sind nur angetäuscht. Das ist reine Fassade. Das ist voll der Beschiss. Also da wird der Kunde heftig verarscht. Und was noch origineller ist, da muss man auch erst drauf kommen, wenn ich hier innen reingreife, dann stelle ich fest, da kann ich hochlangen. Das ist kein durchgehender Block, hinter diesem Block ist es hohl. Und diese Bohrungen gehen nach innen durch und münden jetzt in diesen zentralen Hohlraum da innen. Das heißt, die sind vorne und hinten offen. Also wie hirnamputiert muss man sein, um sowas zu konstruieren. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein illegales Spielcasino ist für Spinnen, weil die hocken da im Innenraum und geben dann oder schließen Wetten ab, durch welches Loch zuerst die Biene reinkriegt und wer das errät, hat gewonnen. Und da geht es sicher um Tausende von Euros. Und ich denke, diese Spinnen haben sich da das massive Bespechungsgelder kosten lassen, dass diese Nisthilfe so auf dem Markt bleibt und dass dieses Konzept geheim gehalten wird.
Was auch unglaublich genial ist, ist hier unten diese Strohhalme, die sind quer gelagert. Das war ein Querdenker, ganz eindeutig. Die sind quer gelagert und die stoßen hier links und rechts fast an. Also wie da jemand drin siedeln soll, ist mir völlig schleierhaft. Aber der Hersteller gibt uns hier einen praktischen Tipp. Also zum einen sagt er sehr hilfreich über dieses Drahtnetz hier. Das Drahtgitter schützt vor Vögeln und Raubtieren. Also vor Raubtieren, wohlgemerkt. Also das finde ich gut, dass sich da endlich bei einem Hersteller Gedanken macht. Das wird ja immer völlig vernachlässigt. Und jeder weiß ja auch um die wirklich abstoßende, grauenvolle Blutrünstigkeit der veganen Wölfe, die sich hier so auf wehrlose Schilfhalme stürzen und denen die Zellulosefasern bei lebendem Leib aus dem Leib reißen. Also insofern ist der Schutz vor Raubtieren voll optimal. Und dann erfahren wir, man höre und staune, Bienen bevorzugen es in und zwischen markgefüllten und hohlen Stängeln ihr Quartier zu beziehen. Also Wildbienen und solitäre Wespen kriechen nicht etwa in die Halme, nein, sie siedeln zwischen den Halmen. Ich weiß nicht, ob der Hersteller glaubt, dass vielleicht auch Honigbienen zwischen den Bienenwaben siedeln, aber möglich ist ja alles bei sowas. Und da fällt mir immer Einstein ein, wenn ich sowas sehe. Er hat gesagt, oder zumindest wird ihm dieses Zitat zugeschrieben, es gibt zwei Dinge, die unermesslich groß sind. Das eine ist das Universum und das andere ist die menschliche Dummheit, wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin. Und wenn ich mir solche Produkte anschaue, dann kann ich eigentlich nur sagen, der Mensch hat absolut recht. Also nochmal zusammenfassend, Florfliegenkästchen, Florfliegenüberwinterungskästchen sind wie generell alle Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten in einer Nisthilfe völlig sinnfrei. Wenn ihr sowas seht, nicht kaufen, nicht ignorieren. Das Erschreckende ist, auf Amazon wurde dieses Produkt 80 Mal bewertet und es hat 3,7 von 5 Punkten, schneidet also immer noch überraschend gut ab und das zeigt, wie erschreckend ahnungslos die meisten Leute sind und was da noch an Informationsdefizit und Aufklärungsdefizit besteht. Ich werde einen Link reinstellen und ich würde mich freuen, wenn jemand Zeit und Lust hat, dass er da Stellung nimmt, dass er eine eigene Rezension schreibt. Weil ich finde, solange die Hersteller diese Rückmeldung nicht kriegen, werden die solche Produkte auch weiterhin auf den Markt bringen. Damit wären wir wieder am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von dieser Sorte wollt, von diesen Videos, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten würde ich mich wieder freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt, Neues von meinem Naturgartenbalkon. Macht's gut und ciao.